Hallo und ein schnurriges Willkommen zu Kitty Plays The Dig. Ja, wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, habe ich The Dig als Kind sehr viel gespielt. Vor allem wegen dem Aspekt, weil man das Unbekannte erforschen kann. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir haben Attila zwei Sprengladungen verpasst, die seine Flugbahn verändert haben, sodass er nicht mehr auf die Erde stürzen wird. Und haben dabei einen Tunnel entdeckt, den Brink für antik hält. Also gucken wir uns doch mal in diesem antiken Tunnel näher um. Diese ganzen Hintergrundgeräusche sind natürlich sehr komisch, denn eigentlich sollten wir sie im Weltall gar nicht hören können. Aber sie bringen natürlich einiges an Atmosphäre mit hinein. Von daher finde ich ganz gut, dass sie eingefügt haben. Das ist das Schwein. Genau. Das ist das Schwein. Achso, ja, dort bringt ja nichts. Okay, hier ist nichts. Da ist eine Gesteinsablagerung. Ich glaube, Sie haben recht, Brink. Diese Ablagerung ist nicht natürlich. Ja, aber was soll sie hier? Recht hat Brink eben mit der Auffassung, dass dieser Tunnel antik ist. Nun, was sie hier soll, es ist eine Gesteinsablagerung in einem antiken Tunnel, die nicht natürlich ist. Was macht man mit einer als Mensch mit einer Gesteinsablagerung, die antik ist, in einem eher filmischen Ding, also in einem, typischerweise in Filmen vor allem, man macht sie kaputt. Denn am Ende ist es so, wenn Menschen irgendwas Antikes in Filmen finden, geht alles am Ende kaputt. Man muss sich nur mal Indiana Jones angucken. Werden wir wahrscheinlich auch noch spielen. Das heißt, wir nutzen probieren mal unseren 0G-Fräser aus an der Gesteinsablagerung und fräsen sie mal weg. Vielleicht macht man mir deswegen mal Vorwürfe, aber ich werde eine dieser Ablagerungen ausgraben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sehen Sie sich das an, Brink. Das kann nicht natürlich sein. Okay, hier war das Missverständnis. Die Gesteinsablagerung ist nicht das, was hier oben drüber war, sondern das hier ist die Gesteinsablagerung. Eine Metallplatte. Definitiv ein Artefakt. Ein Artefakt? Aber wer steckt so etwas in einen Tunnel in einem... Ja, ich denke, es ist eindeutig. Wo Attila auch immer herkommt, dort war jemand. Könnte dies Teil einer Art Botschaft sein? So eine wie die, die die NASA Voyager mitgegeben hat? Wenn es eine Botschaft ist, dann verstehe ich sie nicht. Was es auch ist, wir müssen es Houston sofort melden. Negativ, Robbins. Ab sofort steht diese Mission unter höchster Geheimhaltung. Sie sind ja wohl... Sie erzählen mir die ganze Zeit, dass Sie nichts als ein normales Crewmitglied sein wollen. Ich hatte geheime Befehle, nach Zeichen außerirdischer Existenz auf diesem Felsen zu suchen. Wir sind fündig geworden und meine Anweisungen sind eindeutig. Was ich jetzt erwarte, von Ihnen beiden zu hören, ist: Verstanden, Commander Lo. Verstanden, Commander Lo. Ich stimme Ihnen voll zu. Eine überstürzte Meldung macht überhaupt keinen Sinn. Robbins? Schleimer. Verstanden, Commander Lo. Ken! Ken, Lo hier. Ich bekomme Sie rein, Boss. Melden Sie Houston, Attila sei ein wahrer Hunne. Was? Machen Sie Witze? Melden Sie es einfach, Borden. Sie werden dann unverzüglich neue Kommunikationsprotokolle empfangen. Oh, cool. Das ist ja wie ein Geheimcode. Denken Sie nochmal nach, Cora. Sie sind der einzige Mensch im Kongress, der hierüber Bescheid weiß. Houston bestätigt Empfang der Meldung und übermittelt neue Codes. Wir gehen hier wieder an die Arbeit, Ken. Lo, Ende. Wieder an die Arbeit gehen bedeutet, sich mal diese Metallplatte näher angucken. Ich bin gespannt, ob ich das hier aus dem Inventar rausholen kann. Ja, kann ich. So kann ich also tatsächlich Dinge ansehen. Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Nun kann man leider in dem Spiel eben nicht mit verschiedenen Verben interagieren, sondern man klickt etwas einfach an und was passiert, passiert halt. Ich werde dem Baby mal einen kleinen Stoß geben. Wenn's nicht funktioniert, geben Sie ihm einen großen Stoß, Commander. Irgendwas hat sich aktiviert. Die Platte ist einfach runtergefallen. Ach so. Irgendwo hinein. Die Platte ist verschwunden? Na, dann wollen wir mal.
Wir sind bei Ihnen, Commander. Ein langer Tunnel führt in einen seltsam geformten Raum. Und das ist nicht das einzige Loch in der Wand. Also ist der Asteroid tatsächlich hohl. Es wird Zeit, Houston zu informieren. Low an Shuttle. Nur Rauschen. Muss an dem ganzen Gestein liegen. Wir sind abgeschnitten? Sollten wir da nicht lieber zurück und sie rufen? Die werden doch wohl ein paar Minuten warten können, solange wir uns hier umsehen. Nun, dann sehen wir uns hier mal um. Da ist, auf der Seite ist etwas Dunkles. Hier geht's hier wieder zurück. Schauen wir uns mal das Dunkle an. Den Sockel. Aha. Eine Vertiefung, die hier quadratisch ist. Ich weiß nicht, die meinen hier innen drin. Hier ist die quadratische Vertiefung. Und das hier ist wahrscheinlich der Sockel. Und hier liegt die Metallplatte, nicht die Steinplatte, die wir reingedrückt haben. Auf einmal kann ich die ins Inventar nehmen. Okay. Links, unten, rechts, oben. Kann ich vielleicht... Diese Platten passen vermutlich zusammen, aber wie? Ah ja, okay. Ja. Er hat von Platten geredet. Dann gucken wir mal, da wird es noch mehr geben. Hier wahrscheinlich nicht. Gehen wir nochmal in den Tunnel zurück. Hier ist noch eine Gesteinsablagerung. Da machen wir doch mal das Gleiche. Da ist noch eine Metallplatte. Jetzt wissen wir schon, was wir damit machen müssen. Einmal reindrücken. Und hier ist noch eine. Am Ende werden es wohl 4 sein. Wir hatten nämlich bei der Vertiefung oben, links, rechts, unten. So langsam nimmt die Sache Form an. Ich habe gehört, dass man Botschaften in Flaschen steckt, aber in einen großen Felsen? Also werden wir wahrscheinlich alle 4 Metallplatten hineinstoßen müssen und dann einfach richtig anordnen. Und die Metallplatte hier ist offen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal die 4 Metallplatten. Und geht zurück. Per Doppelklick geht das jetzt etwas schneller. So. Schnappen uns die anderen Metallplatten ins Inventar. Ja, wir sind hier in einem Adventure. Das heißt, wir haben unendlich große Taschen. Das passt schon. So. Ja, die passt wohl hier hin. Die passt wohl dahin. Das Dreieck wird dann wohl hier unten sein. Und schon haben wir irgendetwas ausgelöst. Zum Abendessen wieder da. Hoffentlich. In die Sonne. Naja, nicht wirklich. Das muss wohl ein Warpsprung oder so gewesen sein. Und wir sind einem anderen blauen Planeten. Das ist der Ort, an dem das Spiel The Dig eigentlich spielt. Sprich, jetzt ist das spielbare Intro zu Ende. Quasi. Ich fühle mich, als hätte mich jemand zweimal komplett umgestülpt. Es ist
ist ein bisschen schwierig, sich zu bewegen. Das liegt an der Schwerkraft. Planetentypische Schwerkraft. Wir sind nicht mehr im Asteroiden. Und der Druck ist ausgeglichen. Es gibt eine Atmosphäre. Können wir sie atmen? Unsere Anzüge untersuchen das automatisch. Okay, schon passiert. Ja, es ist mindestens so gut zu atmen wie die Luft in Los Angeles. Natürlich besteht immer Gefahr durch infektiöse Erreger in der Luft. Das denke ich nicht. Außerirdische Mikroben sollten keine Gefahr für uns sein. Sie sind nicht mit unserer Zellstruktur vertraut und können uns nichts anhaben. Der Sauerstoff in unseren Anzügen reicht sowieso nicht mehr lange. Ich schlage vor, wir ziehen sie aus und bewahren uns den übrigen Sauerstoff für die Heimreise. Wenn es eine Heimreise gibt. Die Luft schmeckt gut. Überraschung, Überraschung. Attila war nichts anderes als ein Raumschiff. Ein Sternenschiff. Schneller als Licht. Wir sind nicht mehr in unserem Sonnensystem. Kein Planet außer der Erde hat eine solche Atmosphäre. Und das hier ist nicht die Erde. Nach so vielen Jahren mit schlechten Fernsehshows und verrückten Spinnern mit gefälschten Fotos. Hier ist der Beweis. Es gibt außerirdisches Leben. Low an Borden, bitte kommen. Miles, bitte kommen. Ja, ich würde sagen, wir sind außerhalb der Reichweite. Weit außerhalb. Ich sehe keine Außerirdischen, die uns begrüßen kommen. Vielleicht auch besser so. Vielleicht haben sie Attila vor Millionen von Jahren losgeschickt und sind schon längst ausgestorben. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe kein Fresspaket dabei. Oder eine Dose Limo. Tja, wir können uns ja mal umsehen und so viel wie möglich über diesen Ort lernen. Vielleicht müssen wir eine Weile hierbleiben. Genau, wir sind auf einem neuen Planeten und das Erste, was wir machen wollen, ist eine Cola-Dose in die Ecke schmeißen. Naja, wie ich schon sagte, Erkunden von unerforschten Sachen, jetzt kann ich es auch genauer sagen, Erkunden eines bisher unbekannten Planeten. Total spannend, finde ich. Heißt so viel wie, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Okay, die Raumanzüge liegen da eigentlich ziemlich gut. Die Jetpacks auch, weil ich meine, wir können, wenn wir zurück wollen, wieder, oder wenn wir es schaffen, irgendwie zurückzukommen, können wir die auch da einsammeln. Eine Sache wollte ich noch sagen. Brink meinte, dass die Mikroben nicht auf uns eingestellt seien. Der hat noch nie Krieg der Welten geguckt oder gelesen, würde ich sagen. Weil da ist ja das Ende. Nein, für die, die es noch nicht gesehen haben oder gelesen haben, ich verrat's mal nicht. Sondern das ist wirklich eine Empfehlung, diese Kurzgeschichte zu lesen, beziehungsweise diesen Film zu gucken. Der neue Film ist recht gut. So, dann haben wir hier, da war irgendwo eine Pflanze. Die können wir uns angucken. Wie man so sieht, ist das Angucken hier in dem Spiel ziemlich zweitrangig. Es geht davon aus, dass man einfach gleich mit Sachen interagiert. Die Pflanze ist lebendig. Das heißt, es ist möglich, hier zu überleben. Bei meinem Glück ist das wahrscheinlich die hiesige Form von giftigem Efeu. Ich denke, ich werde sie nicht berühren. Gucken wir uns mal die Plattform genauer an. Das ist wohl kaum eine natürliche geologische Formation, nicht wahr, Brink? Sehen Sie, wie genau die Steine zusammenpassen. Wie antikes peruanisches Mauerwerk. Also eine primitive Kultur? Antikes peruanisches Mauerwerk ist alles andere als primitiv. Da ist er beleidigt. Aber er muss erst hingehen. Also ich sehe das von hier, ne? Die Ritzen, wie gut das zusammenpasst. Wobei ich jetzt das mit dem peruanischen Mauerwerk nicht gewusst hätte. Okay. Hier gibt es sonst scheinbar nichts. Gehen wir mal zur Lichtung. Wo gehen Sie hin, Lo? Ich wollte nach Wasser suchen. Oder einen Weg nach draußen. Ich finde, wir sollten zusammenbleiben. Fein, folgen Sie mir.
Das ist keine Weltraummission mehr, Low. Es ist eine archäologische Ausgrabung. Und für so etwas bin ich offensichtlich der Anführer. Fein. Sobald wir etwas ausgraben müssen, können Sie die Schaufel haben. In der Zwischenzeit ist es unser erstes Ziel zu überleben. Ja. Unser zweites Ziel ist es, nach Hause zu kommen. Man spielt einen Arsch. Wir müssen zusammenarbeiten. Und ich bin immer noch der Commander dieser Mission. Sie wissen nicht mehr darüber, wie man in einer außerirdischen Welt überlebt, als ich. Boston hat recht, Ludger. Er hat das nötige Überlebenstraining und wir brauchen einen Missionsleiter. Jetzt ist keine Zeit für unsinnige Machtkämpfe. Die Stimme der Vernunft. Das akzeptiere ich. Fürs Erste. So, und hier sind wir angekommen. Was haben wir hier? Nichts. Ein Irgendwas. Noch ein Irgendwas. Und noch ein Irgendwas. Finde ich schön, dass sie einem nicht gleich sagen, was das ist. Man muss erstmal hingehen, um zu sehen, was da ist. Meinen Sie, wir könnten diese Rampe erklettern? Das ist zwecklos. Sie reicht nicht bis ganz nach oben. Diese Zeichen auf der Wand, sind das Inschriften oder nur Dekoration? Das fragen Sie uns? Also, ich hätte auch die Zeichen fragen können. Aber sie ist ja die Expertin für die Zeichen. Nun ja, sonst kann man hier scheinbar nichts tun. Interessanterweise nennen sie diesen ganzen Bereich Lichtung, als wenn hier ein Wald wäre. Aber das kann gut sein, dass das einfach nur in der Übersetzung liegt. Nicht nur Pflanzen, sondern auch Kreaturen. Ich bin kein Archäologe, aber das hier sieht nach Knochen aus. Aber sie liegen nicht da, wo das Tier gestorben ist. Sie wurden hierher gebracht. Eine Markierung. Eine Grabstätte? Vermutlich. Und mittlerweile ein Zuhause für diese Rattenbiester. Also haben wir einen Alienfriedhof gefunden. Ich hoffe ja nur, dass es jetzt nicht so ein typischer Plot, dass nachts irgendwelche Killer-Aliens rauskommen. Sieht aus, als wäre hier etwas vergraben. Ja, eine Leiche. Aber wenn du unbedingt willst, kannst du sie ja ausgraben. Was? Wollen Sie dort einfach hineingraben? Mit einer Schaufel? Sie werden die Stätte zerstören. Ich betreibe momentan keine Archäologie, Brink. Ich suche nach Dingen, die uns helfen können, nach Hause zu kommen. Sie werden in die Geschichte eingehen als der hirnlose Weltraumheld, der wertvolle Informationen bei der allerersten außerirdischen archäologischen Ausgrabung zerstört hat. Das ist besser, als wenn ich in die Geschichte eingehe. Als Commander einer Expedition, die plötzlich verschwunden ist und von der nie wieder etwas gehört wurde. Und jetzt gehen Sie mir aus dem Weg, wenn Sie mir nicht helfen, Brink. Das könnte eine Weile dauern. Und da fliegen die Ratten. Welch meisterhafte Tat, Commander. Jetzt haben wir nur noch einen nutzlosen Haufen Dreck und Knochen. Vielleicht nicht. Man weiß nie, wann sich ein außerirdischer Knochen als nützlich erweist. Eben. Oh, ein Kieferknochen, der gesondert hervorgehoben ist. Was denken Sie? War das hier einmal ein fühlendes Wesen? Oder ein Haustier? Oder ein schreckliches Monster? Ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es tot ist. Ein seltsam geformter Kieferknochen. Die Zähne sehen noch sehr kräftig aus. Ja. Gewohnheit, mit Rechtsklick etwas ansehen zu können.
Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen, ich glaube nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares auf der Erde gibt. Und man kann mit der linken Maustaste Dialog nicht überspringen. Ich probiere beim nächsten Mal, wenn ein obsoleter Dialog kommt, die rechte. Gehen wir mal zurück zur Lichtung und gucken uns das letzte Fragezeichen an. Fantastisch! Sehen Sie! Noch mehr Anzeichen außerirdischen Lebens. Glauben Sie, hier lebt irgendjemand? Oder irgendetwas? Es scheint, als wäre jemand hier gewesen. Hoffen wir, dass sie friedlich sind. Oder verschwunden. Naja, ich meine, das eben war der Friedhof, das ist der Technikfriedhof, ne? Es sieht ja eindeutig nach einem Raumschiff aus. Und das hier sieht so aus, als wenn das auch so ein Raumschiff mal war. Nur eben noch viel verrotteter. Können Sie sich vorstellen, wie diese Leute ausgesehen haben könnten? Nachdem sie das Schiff gesehen haben, meine ich. Der ganze Rost. Korrosion. Vielleicht haben Tiere Sachen verschoben. Schwer zu sagen, was wir da sehen. Lassen Sie mich mal sehen und fassen Sie nichts an. Das kann ich nicht versprechen. Zum Beispiel ist hier eine Kiste. Naja, ich sehe zwar keinen Schatz, aber es ist was drin. Wenn wir nach Hause kommen, werden einige Ingenieure tagelang herumprobieren, wie das funktioniert. Eine Kugel mit einem... eine blaue Kugel mit einem hellblauen Pfeil. Und ein hängendes Kabel. Dieses Kabel könnten wir später gebrauchen. Mal schauen, ob ich es herunterziehen kann. Sollten Sie nicht zuerst die Sicherung rausnehmen? Was? Das war ein Witz, Low. Oh ja. Gehen Sie einen Schritt zurück. Vielleicht kommt was von der Decke runter. Sehen Sie sich das an. Es ist wunderschön. Und das hat was fallen lassen. Da kam was von der Decke runter. Mathematische Progression von unendlich komplexen Polyhedrons. Wenn ich das nächste Mal vorschlage, an einem Seil zu ziehen, dann... Nein, nein, ich bin froh, dass Sie es getan haben. Was könnte das gewesen sein? Das war keine zufällige elektrische Entladung. Vielleicht ist es so eine Art Computeranzeige. Vielleicht war es eine bedeutende Nachricht für die Piloten dieses Schiffes. Aber mir sagt es überhaupt nichts. So, ich muss mir ganz eben außerhalb des Spiels eine Meldung wegklicken. So, und ich hatte erwartet, dass das Spiel in Pausemodus geht. Aber ansonsten hätte ich nicht gesehen, wie lange die Aufnahme schon geht. So, hier haben wir also einmal das Kabel. Das nehmen wir natürlich mit. Wäre blöd. Ziehen das es ganz könnte immer noch nützlich sein. Eben das, ziehen das von der Decke runter, triggern hier diese Animation von diesem komischen Geist, der auch noch hier einen gravierten Stab fallen lässt. Hat jemand gesehen, ob das hier schon da war, bevor dieses Ding erschienen ist? Natürlich war es schon da. Denken Sie, ein elektrisches Feld kann ein festes Objekt tragen? Ihr habt doch auch gesehen, dass das, vor allem gehört, dass das runtergefallen ist, oder? Ja, gucken wir uns mal das Seil und den Stab. Oder gucken wir die drei Sachen mal genauer an. Irgendeine Art Gerät. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut sein könnte. Das Kabel ist nicht aus Metall. Ein Kabel aus einer transparenten Faser. Wahrscheinlich Silikon. Es diente bestimmt der Datenübertragung.
Hier ein kleiner Disclaimer. Früher hat man Silicon mit Silikon übersetzt. Dabei ist Silizium gemeint, das Zeugs, aus dem unsere Computerchips sind. Nicht das Zeugs, was man benutzt, um Fugen abzudichten. Das ist ein Stab. Mit einer Gravur. 5 geometrische Formen. Okay, sehr hilfreich. Es zeigt nach rechts. Ah, okay. Dieses Gerät zeigt also wohin. Das Kabel ist ein Benutze-Mit-Objekt. Der Stab scheinbar auch. Okay. Es zeigt nach rechts. Ich würde sagen, dieses rechts, das für uns links ist. Weil aus meiner Sicht hat die Spitze dahin gezeigt. Es zeigt nach links. Also jetzt zeigt es doch wohl eindeutig hier hin, oder? Nun gehen wir nochmal zurück zur Lichtung. Also, wir haben ein Wrack, ein Podest, eine Schuttrampe, ein Grab und das war's auch schon. So, ich würde sagen, wir gucken mal in der nächsten Folge weiter. Ich weiß, die 30 Minuten sind noch nicht voll. Aber das ist einfach ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Außerdem bin ich hungrig und draußen wird schon der Grill vorbereitet. So, und der Grill gewinnt. Also, ich würde sagen, wie gesagt, nächste Folge gucken wir weiter. Einmal hier die berühmte LucasArts Menütaste F5. Und wie man sieht, ich habe nach der letzten Aufnahme auch schon gespeichert. Speichern wir unter Let's Play. Ja, das können wir ersetzen, sodass wir nächstes Mal laden können. Und dann würde ich sagen, hole ich wieder den Würfel raus und sage jetzt schon mal Ciao, Miau.